I'ma lift you up before I throw you out. Cause you can live your life sitting down. I'm a king, I'm a boss. I'ma spend, let it cost. Let me live my life with bliss in the fast lane. I'ma be on top of the world, watch it happen. I'm a best man, I'm a baller, take a deep breath. I'm a shark, you 7 days a week. I'll be up all night, day and night, day and night. Alter, was war das? Das war gaugeil. Die Airtime, Alter, auf dem ersten Top-Bed, Alter, die ist so krank. Junge. Das zählt für mich. Das ist, so zählt für mich in Airtime. Besser als noch vor Ort. Ja. Ja, danke. Danke, Lukas. Danke, Lukas. Ah, endlich sind wir im Plopsaland de Panne. Das Plopsaland liegt an der Ostküste zu Frankreich. Und ist, glaube ich, der größte Freizeitpark der Plopsa-Gruppe. Mit Ride to Happiness, die sie im Jahr 2021 eröffnet haben, haben sie neben Sartra im Energylandia, vielleicht noch Hyperion oder den Lech Coaster in Legendia, mit einem der absolut krassesten Achterbahnen in Europa eröffnet. Auch als wir zum Bobbienland gefahren sind, gab es einen Aushänger, das fand ich ganz cool, einen Aushänger am Bahnhof, in welche Richtung man einsteigen muss, um zum Tomorrowland zu fahren. Denn The Ride to Happiness ist powered by Tomorrowland, das größte Musikfestival, was ich überhaupt kenne. Dementsprechend ist auch die Gestaltung der Anlage sowie der Wartebereich und auch die Fahrt sehr inspirierend zu diesem Festival. Obwohl es keine Elektromusik gibt. Aber der Merch ist geil. Das Plopsaland hat 6 Achterbahnen gelistet. Einmal den Hashtag LikeBee Coaster, das ist ein Cira Tivoli. Anubis The Ride, ein Gerstlauer Launch Coaster. Drag, ein Mack Rides Powered Coaster. Heidi The Ride ist ein GCI Wooden Coaster, K3 Roller Skates, ein Vekoma Junior Coaster und als krönenden Abschluss The Ride to Happiness, ein Extreme Spinning Coaster von Mack Rides. Also, wir sind jetzt schon mal im Park. Haben alles durchgekonnt, die ganzen Kiddie-Kurse, sind dann Heidi gefahren. Heidi war echt besser als gedacht. Auch ein bisschen Airtime da, richtig coole Bahn mit coolen Kurven und so. Und gerade sind wir Anubis gefahren und Anubis ist ja mal so geil. Niemand geht über diese Bahn, die ist so heftig, die hat so kranke Airtime, geilen Lounge, geile Hangtime. Eine sehr geile Bahn. Was sagst du? Ja, ich bin am überlegen, ob es bei mir auf Platz 3 oder Platz 4 wird. Junge, das ist krank. Und niemand geht über diese Bahn. Und leicht an Ride to Happiness, wir sind schon richtig geil. Also, das ist meine... Ja, ist scheißegal, das können wir gleich anwenden. So, wir gehen jetzt das erste Mal in den Bahnhof von Ride to Happiness.
The wisdom of nature is waiting. Aren't you nervous to shoot? It will not desert you when you are wired to flowers. Das ist sehr geil, oder? Ja, Junge, guck nicht aufs Handy. Genieß es! Es geht los! Unser finaler Count! Alter! Den ganzen Tag bitte. Alter! Also, Right Happiness, was sagst du? Ich glaube, das sagt alles aus. Absolut geile Bahn. Meine neue Nummer 2, seine Nummer 1. Digga, absolut krankes Teil. Airtime krank, wie sich das dreht, krank, die hängt da krank, alles krank, Digga. Ganz ehrlich, kannst du 10 von 10, kannst du nichts gegen sagen. Ja, der Lounge ist für Marktverhältnisse krank. Und sich dreht. Schauen wir nach oben. Ich fährt dazu. Der Park hat es hinbekommen, mich 45 Euro ärmer zu machen. Aber wenn man sich auf den Rücken anschaut, da durchbrettert. Ist geil, ne? Und schön smooth, Digga. Richtig smooth. Wir haben noch jemanden getroffen. Nein. Ja, auf der Tour. Wir haben Bekannten besucht, sind gerade schon mal bei Happiness und die Wildwasserbahn gefahren. Auf jeden Fall sehr geil. Julian Coaster King auf YouTube einfach abchecken.
ist sehr spannend. Ja, Instagram gibt auch schöne Bilder. Ja. Also, als wir im Bobbyland waren, danach abends hat Marvin mal davon erzählt gehabt, wer das hier eigentlich ist. Hab mir seine Blogs angeschaut, fand ich ganz cool so. Ja? Ja. Habt ihr den Audio-Bus-Zügels-Blog gesehen? Ich fand ich so schlecht. Da hab ich nicht mehr geschafft, ein Fazit zu machen. Heute Abend haben wir WLAN, werden wir machen. Ah, okay. Ja. Ein paar mehr Leute geworden. Wollen wir loslegen? Hä? Hallo? Wie wollen wir los? Ja, Abfahrt. Ja, Abfahrt. Richtig schön leckeres Wasser. Ich glaube, ich hatte einen Durchfall. Deswegen sieht es aus. Das ist alle wirklich von der Karibik. Dieses grünes Wasser. Und dann will man noch mehr. Das ist wunderschön. Boah. Lecker. Aber ich jetzt hier mit dem Sound. Ist das eigentlich Iron Gazi grün? Iron Gazi grün? Ja. Weiß nicht. Das ist eher 70er Jahre Wandschuhe. Grüner Tee. Ja, Arizona. Oder Mountain View. Hey, warte mal, wie die ganze Kinder hat, man kann ja alle nur eine Runde. Ja. Das war mal gut. Oh, besser sind wir den Abend. Wenn wir ja mit dem Kopf wissen, dann ist es gut. Ich glaube drei dann, oder? Ja. Oha. Das sieht voll cool aus. Ja. Oh, scheiße. Tja, das ist jetzt sein Problem, aber. Los, was zu dritt erhöht ist. Naja, weil du ein Schwerer bist. Ja, aber. Ja, dann. Sonst wäre ich zu viel gewesen. Ja, okay. An drei geht er auch. Oh, scheiße! Oh. Oh nein! Was kommt denn von den Seiten? Oh, das Ding aber noch. Ich fühle mich nur ein bisschen feucht. Nur so ein bisschen. Und ich bin erst 7-mal Ride to Happiness gefahren. Erst 4-mal heute. Ich bin ein bisschen nass geworden. Und ihr so? Nö, hast alles abgefangen. Ja, bitte sehr. Robin? Ja. Ey, wenn da mal wirklich euer Essen ist. Ja, wenn ich Lock sind, dann wird auch der zweite Daumen wieder nicht bleiben. Ja, genau. Ja. Leider war. Ich will ja gerne meine GoPro an der Hose sauber machen, aber es geht ja nicht. Ja, das ist alles nass. Oh. Könnte sein. Oh, bist du in der Rammen jetzt, glaube ich. Angriff! Ach. Junge, Junge, Junge. Aber das ist ganz viel gut. Ja. Das T-Shirt das tut weh mit dem T-Shirt. Ja, wo war der denn Hose? Ja, alles reingeschaut. Ich muss ein neues T-Shirt kaufen, Marvin. Ja, bitte sehr. Oh. Ja. Wie ist das Bild geworden? So, wir haben ja im, welchen Park war das? Im Bobbyenland haben wir ein Bett dran gemacht. Ja. Jetzt sind wir im Plopsaland de Pane, im Maya-Land. Und wiederholen das jetzt mal. Also. 5, 4, 3, 2, 1. Digga! Du! Versuch Nummer 2. Versuch Nummer 2, diesmal ohne Schummel. Ich war aber ein bisschen gemein. Wo soll ich mich denn hier festhalten? 3, 2, 1. Oh, scheiße. Hey, du darfst es nicht. Ah, hä? Digga, warum? Ich hab, was ist? Versuch Nummer 3. Ja. Ohne festhalten, ohne extra. 3, 2, 1. Go. Digga, meine Bremse. Erster!
I think I really like this. Okay, jetzt hast du ehrlich gewonnen, aber es soll, glaube ich, an den Dingern. Generell hier das Maya-Land finde ich echt nice. Das im Holiday Park ist schöner. Das kann ich nicht bewerten, ich war noch nicht da. Holiday Park ist coming. Es war eine sehr schöne Parktour mit dir durch Belgien. Das ist das Finale. Mit der Rückfahrt heute. Aber das ist das Finale von den guten Sachen. Und Hände hoch. Marvin! Das war die 15. und letzte Runde des Tages. Was wir aber nicht wussten, ist, dass nach 22 Uhr noch ein fettes Feuerwerk war. Und das schauen wir uns jetzt an. We'll be right back.
habe. So geil, Alter. Junge. Also ihr habt gerade das Feuerwerk im Video gesehen, absolut geil. Diese Tour war absolut geil, ganz ehrlich. Jetzt bleibt nur noch der Nachhauseweg, wird lang, wird hart, aber ist mir scheißegal. Digga, ich bin einfach mega happy, richtig geile Bahn gefahren, geile Woche gehabt. Digga, ich bin einfach nur beeindruckt. Die geilste Woche ever. Also ohne Scheiß, das Feuerwerk war geil, die Musik war geil, Ride Your Hippiness war geil. Ich bin einfach instant 15 Runden heute gefahren. Das sind so viele. Alter! Wie gesagt, wir melden uns irgendwann nochmal, wenn es auf die nächste Tour losgeht. Haut rein. Wir wollten, eigentlich haben wir noch 2 Stunden hier und haben dann, wir wollten nur einen kleinen Laden suchen, um uns was zu trinken zu holen. Was finden wir? Einen belgischen Kiez. Damit verabschiede ich mich von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier und hier findet ihr noch ein weiteres Video. Und wenn ihr gerne den Kanal unterstützen wollt und noch mehr promoten wollt, dann klickt einfach hier auf Abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Also, euer Lukas.